Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild, immer noch Australien. Wir sind noch lange nicht fertig mit der Map. Wir schauen uns heute mal so ein bisschen den Westen der Map an. Da war ich nämlich noch gar nicht. Da schalten wir ein paar Aussichtspunkte frei, ein paar Hütten frei. Und auf dem Weg zu dem Ganzen schauen wir mal, was wir da so für Tiere sehen. Vielleicht sehen wir auch ein Dia, vielleicht schießen wir heute ein Dia, vielleicht, keine Ahnung. Mal sehen. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Und damit, let's go. So, hier vorne sehen wir schon mal einen schönen Vierer Schweinshirsch. 270 Meter ungefähr. Könnte ich versuchen. Dann nehmen wir einfach mal die Ranger Nullen auf 300 Meter und hoffen, dass das Weibchen jetzt nicht davor stehen bleibt. Sehr gut. Und Schuss. Ja, ja, das sieht sehr gut aus. Der droppt gut. Sehr gut, erster Abschuss heute. Vierer Schweinshirsch. Schauen wir uns an, das Tier. Also es ist auch ein sehr guter Tipp für Anfänger, falls ihr auf ein Tier schießt und merkt, okay, es droppt ganz gut. Beobachtet es einfach, bis es liegen bleibt oder bis ihr es nicht mehr seht. Und dann habt ihr im Prinzip auf der Map so einen Marker drauf. Also da, wo ihr das Tier zum letzten Mal gesehen habt. Und da könnt ihr einfach den Wegpunkt draufsetzen und könnt dem halt einfach folgen, um den letzten Standort des Tieres zu ermitteln. Dann braucht ihr nicht zum Abschuss gehen und da die Spur des Tieres verfolgen, sondern ihr könnt direkt da, wo ihr das zum letzten Mal gesehen habt, den Marker setzen. So, und da haben wir noch schon den Vierer Schweinshirsch. Gucken wir uns an. Gold, sehr gut. Einmal Single-Lunge. Ich verstehe nur nicht ganz, warum ich in die Lunge geschossen habe und die gegenüberliegende getroffen habe. Okay, das Spiel fordert mich heute wieder heraus. Auf jeden Fall Gold, 86,26, bei 83 war Gold, also ganz knapp Vierer Gold Schweinshirsch. Schönes Tier. Kommt wie immer in den Discord, falls ihr euch die Abschlüsse von meinen Videos oder den Streams nochmal anschauen wollt. Der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. Und da haben wir den nächsten Vierer Schweinshirsch. Kommt heute Schlag auf Schlag. Die Vierer Schweinshirsche. Top. So, wir haben ihn jetzt knapp auf 115 Meter. Ich nehme wieder die Ranger, unsere Anfangswaffe. Ich null mal auf... was null ich denn? 150 Meter. Und dann versuchen wir jetzt mal einen Herztreffer. Also er ist auf jeden Fall weggerannt in die Richtung, aber ich habe es leider nicht ganz bemerkt, ob wir ihn gut getroffen haben. Wir schauen mal. Also es war zumindest ein tödlicher Treffer. Blutungsgrad mittel, okay. Oh mein Gott. Axis-Hirsch in Gefleckt. Axis-Hirsch in Gefleckt. Ich schieße gleich drauf. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und da liegt er. Sehr schön. So, hier haben wir unseren Schweinshirsch. Single Lunge. Schade, kein Herztreffer. Oh, das war aber sehr knapp. Das war sehr knapp. Auf jeden Fall Gold, 91,58, besser als der davor. Schönes Ding. So, den Axis-Hirsch haben wir tödlichen Treffer verpasst, sehr, sehr gut. Wo ist er hin? Hier haben wir den guten, sehr, sehr schön. Gescheckter Axis-Hirsch, sehr, sehr geil. Leider nur ein Zweier, leider nur Silber, aber guckt euch dieses schöne Tier an. Wirklich wunderschön. Kommt natürlich wie immer in den Discord und ausgestopft wird es auch. Ja. Nice. Sehr, sehr schönes Ding.
Es ist, glaube ich, mein erster gefleckter Bock tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich schon mal ein Weißwedel gefleckt geschossen habe als Bock. Aber auf jeden Fall wunderschön. Top. Nehmen wir mit. Razorback Warnruf. Da schleichen wir uns mal an. Vom Wind her sieht es ganz okay aus. Nehme ich auch gleich mal die Ranger in die Hand. Ziemlich schwieriges Terrain. Da hat er mich nochmal gewarnt. Jetzt stehe ich auf und knall ihm einfach eine vorn Latz. Es greift mich an. Es greift mich an. Alter, ist der windig. Er hat mich erwischt. Er hat mich nochmal erwischt. Komm schon, fall um. Oh, Kampf mit dem Schwein. Ein Kampf mit dem Schwein. So. Er ist leider nur Bronze. Er wäre, glaube ich, Silber gewesen. Ja. Ich habe ihn, den ersten Treffer habe ich ihn in den Schädel gesetzt. Den zweiten, naja, okay. Den dritten nochmal in den Schädel. Alter, ich habe zweimal Headshot drauf hingegeben. Dann in den Brustwirbel. Und den letzten dann in die Lunge. Der letzte war eigentlich der wirklich gute Treffer. Naja. Okay. Ein Warnruf von einem Samba. Schon wieder. Unten ist das Männchen irgendwo. Da. Probieren wir was. Ich glaube, das hat geklappt. Oh ja. Oh, Heizwirbelschuss aus 200 Metern. Oh, das hat sehr, sehr gut geklappt. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Silberner Samba. Ja. Vierer leicht. Leider nur Silber. Ey, ich verstehe das immer nicht bei den Dingern. Egal. Auf jeden Fall, nicer Schuss. Sehr, sehr gut. Ja, hier oben sind ein paar Wachteln unterwegs. Die habe ich eben schon gesehen. Allerdings weiß ich immer nicht. Ich glaube, ich muss die im Flug schießen, ne? Jetzt sind sie alle weg. Jetzt habe ich sie aufgescheucht. Doch, da fliegt noch einer. Ah ja, okay. Wachteln sind nicht so meins. Bewegen sich meistens auf dem Boden und dann musst du sie aufscheuchen, dann fliegen sie los und dann musst du sie im Flug schießen. Da brauche ich einen Schrot für. Da muss ich extra losgehen, um auf Wachteln zu schießen. Das ist eine extra Mission. Aber diese Sambas, die halten sich mit Warnrufen zurück. Ne? Die sind, wenn dann, immer gleich auf der Flucht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was so euer Lieblingstier auf der Map Australien ist. Was schießt ihr am liebsten? Oder wo habt ihr vielleicht den krassesten Abschuss schon mal abgeliefert? Würde mich interessieren, dankeschön. Vorne haben wir ein Dammhirschweibchen. Ich glaube, ja, da ist noch ein Vierer dabei.
Nice. Dann gehen wir mal auf den Vierer. Bei Dammhirschen ist ja meistens nur ein Männchen in der Gruppe. Nicht so wie bei Rothirschen, dass da so zwei, drei drin sind. Eventuell. Bei Dammhirschen habe ich eigentlich Trefferquote 90%, dass nur ein Männchen drin ist. Aber wenn das hier ein Vierer ist, dann lohnt sich das schon, dahin zu gehen. Also ein Vierer in Gold wäre schon nicht schlecht. Wir haben straight Rückenwind zu den Dammhirschen. Das heißt, ich muss auf höhere Distanzen schießen. Und schon bei 150 Meter in die Hocke gehen. Wir könnten aber auch schon von hier schießen. Allerdings wäre es auch vom Vorteil, wenn die... Ist er gefleckt? Oder sieht das nur so aus? Es wäre vom Vorteil, wenn die aufstehen würden. Wenn ich sie so ein bisschen aufmerksam mache auf ihre Umgebung. Könnte aber auch täuschen. Das ist einfach nur... die sind ja so ganz... Also normal gefleckt auch. So wie das Weibchen jetzt hier. Und ich glaube, so ist er auch. Ich schieße von hier. So, Vierer Dammhirsch. Ich probiere es. Er sieht schon sehr gefleckt aus. Er droppt ziemlich schwach dafür, dass ich mit der Zarte drauf geschossen habe. Da müssen wir mal gucken, ob wir den jetzt tödlich getroffen haben. Ich habe ein bisschen weit hoch auf Wirbelsäule gezielt. Das ist immer nicht so eine gute Idee. Keine Organe gerade eben. Das sieht nicht so gut aus. Er ist auf jeden Fall so gedroppt, dass er auf jeden Fall liegen bleibt. Blutungsgrad Mittel, ja. Den werden wir gleich finden. Der schützt den Treffer auf jeden Fall nicht aus. Weil keine Organe ist natürlich die Gefahr groß, dass er den Treffer ausschwitzt. Aber da liegt er. Er ist sehr hell, ne? Weiß. Fellart weiß. Okay, habe ich auch so noch nicht... Habe ich das schon mal gesehen? Bin mir nicht sicher. Und das habe ich natürlich gecallt, ne? Das habe ich gecallt. Schön in die Wirbelsäule. Leider kein lebenswichtiges Organ verletzt, sonst wäre er Gold gewesen. 190. In weiß. Sieht aber schön aus. Sieht schön aus, wirklich. Hier vorne kommen jetzt ein paar Axis-Hirsche auf mich zu. Ich kann den Bock leider nicht scannen. Doch, jetzt. Zweier Axis-Hirsch. Naja, besser als nix, oder was? Besser als nix. Also es geht schon Schlag auf Schlag auf der Map. Also, dass man irgendwie so eine halbe Stunde, Viertelstunde läuft, ohne ein Tier zu sehen, hatte ich bisher noch nicht. Hier ist wirklich Action. So. Zweier Axis-Hirsch, leider sehr klein, Silber. Leider auch kein Herztreffer wieder. Ich habe genau aufs Herz gezielt, ihr seht das, aber es ging leider nicht bis zum Herz durch. Es ist in der Lunge stecken geblieben. Tja, wieder die Ranger, ne? Also wegen der Ranger, dass die halt so wenig Durchschlag hat. Ich habe da ja auch schon Kommentare von euch gelesen und so. Es läuft darauf hinaus, dass ich mir eine fünfte Waffe zulegen muss. Dass ich im Prinzip eine Waffe habe nur für Zweier und eine Waffe nur für Dreier. Vorhin hatte ich jetzt einen Call von einem Dammhirsch, Männchen. Aber ich sehe leider noch nichts. Leider nein, leider gar nicht. Er ist leider abgesprungen. Tja, okay. Dann halt der nächste. Oh, 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 hier ist noch einer.
Vielleicht kriegen wir den im Laufen. Oder auch nicht. Mensch, steh mir doch nicht im Weg, Baum. Das könnte was gewesen sein. Bin mir aber nicht sicher. Oh doch, tödlicher Treffer. Ein tödlicher Todtreffer. Da vorne liegt er. Oh, sehr schön gesehen, sehr schnell gehandelt. Schöner Treffer. Leider nur ein Dreier. Aber er wollte mir entkommen und hat es leider nicht geschafft. Singelunge. Wunderschön. 180. Gold ist bei 187. Naja. Wie oft ich heute schon gelesen habe, Samba auf der Flucht, ey. Sind halt immer sehr, sehr schnell weg. Biester. Bleiben wir oben hier auf der Straße. Da scheint ein Aussichtsturm zu sein. Ja. Oh, das ist aber süß, der Samba. Ist aber sehr süß. Zweier Samba mit einem ganz kleinen Geweih. Der schämt sich in der Dusche. So, nächster Aussichtspunkt. Ist jetzt die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Erstmal auf eine Hütte oder auf einen Aussichtspunkt? Gucke ich mir gleich mal die Map dazu an. Ja, wir könnten jetzt zu der Hütte gehen und danach zu dem Aussichtspunkt hier und dann zu dem. Ich glaube, das machen wir auch. Da waren wir schon an der Hütte. Also sehr in der Nähe haben wir hier schon was abgeschossen. Da liegt ein weiblicher Samba, aber hast du vielleicht auch noch einen Bruder, einen Freund oder wie auch immer? Du bist schon nervös, ne? Ich glaube, du bist da allein. Oh, nein. Ach, da ist genau, das ist der mit dem ganz kleinen Geweih. Nee, den wollen wir nicht haben. Den lassen wir noch ein bisschen wachsen. Das Problem ist, wir sind jetzt zu dem Aussichtspunkt hingelaufen. Da hatten wir schön Wind von vorn. Und jetzt haben wir wieder Rückenwind. Ist natürlich für die Jagd nicht so gut. Also die Sambas, die wir da eben gesehen haben, die werden jetzt wahrscheinlich schon weg sein. Haben jetzt zwar keinen Sound gemacht für auf der Flucht, aber die werden weg sein. Also es gibt hier auch wirklich echt schöne Ecken an der Map, ne? Wirklich nice. So, da unten ist die Hütte. Da müssen wir jetzt runter. Irgendwie, ohne zu sterben. Ich bin schon Half-Life, wegen dem Schwein vorhin. Genau, das Schwein, was mich angegriffen hat. Und ich bin einmal irgendwo runtergesprungen. Oh, das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus. Das sollten wir ohne Lebensverlust hinbekommen. Top. Survived. Ich kann bei Seven vs. Wild mitmachen. So, nächste Hütte. Freigeschaltet. Sehr, sehr gut. Wieder zum Schnellreisen fertig. Ich würde auch sagen, das war es auch mit dieser Folge. The Hunter Call of the Wild hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben leider auf dem Weg zur Hütte jetzt nicht nochmal was gefunden, was wir schießen konnten, auch weil wir ein bisschen Jagddruck im Wald hatten, weil wir den Weg ja hoch zum Aussichtspunkt genommen haben. War aber wieder eine sehr erfolgreiche Runde, schöne Goldtiere geschossen, einen gescheckten Axeshirsch, mein Highlight dieser Runde. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Boah, beim nächsten Video wieder. Sorry. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und macht's gut. Bis dann. Ciao.